Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Franken Map. Ja, wie ihr seht, wir sind mit Ernten fertig und jetzt müssen wir erstmal die Ernte zum Hof bringen. Und da fahren wir jetzt erstmal hin, ne? Und den Kasten anschmeißen. So, oh, ich hab's Lenkrad noch nicht aktiviert. Nö, das geht ja gar nicht ohne Lenkrad. Zapzerab. Müsst ihr das auch immer so aktivieren oder geht das bei euch anders? Oh, jetzt ist aber richtig. Los geht's. Worum's? Ja, nicht direkt eilig, aber wir müssen auch noch was schaffen, ne? Müssen pressen, müssen Bodenbearbeitung machen. Weiß gar nicht, müssen wir düngen? Müssen wir gleich mal nachgucken. Ach, hier darfst du ja gar nicht so schnell fahren. Gut, dass ich da dran gedacht habe, ne? So ein Blitzer, der kostet richtig Kohle. So, Freunde, auf geht's. Wir müssen was schaffen. Auch Pferde kaufen wollten wir ja auch noch heute. Und Schweine. Ne, ne. Gibt's ja gar nicht, ey. Doch noch geblitzt. Schön, schön. Freut uns. Sind wir richtig froh drüber. Mann, ey. Habe ich einen höheren Lenkwinkel als sonst? Glaub wohl. Naja, mach ich noch her. Jetzt muss das mal einmal so gehen. Man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Wir wollen ja auch was schaffen. Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut, ne? Bald ist Wochenende. Ich hab Wochenende. Ich hab nämlich... Heute ist Freitag. Ich hab Urlaub. Genau wie Montag. Montag habe ich auch Urlaub. Da kommen wir mal ein bisschen was schaffen, ne? Passt auch mal ganz gut. Oh, Abkippseite, nee. Noch mal andere Seite. Oh, Entschuldigung, ich habe Taste gesucht. Ne, Kornschieber ist ja auch was für den Hintern. Na, wir lassen mal rechts, oder? Das meint ihr. Wenn der nämlich nach hinten kippt, habe ich das Problem. Der kommt, glaube ich, an der Decke. Und das wäre nicht so günstig. So geht's ja. Schütte ich mal aus. Dann können wir nämlich eben den Drescher abtanken. Der ist nämlich noch voll an Hoff. Weil für die Sojabündkes da hinten brauchte ich den nicht. Extra, ja, es ist den Wagen dahin fahren. Das hat so gepasst. Von daher haben wir den Vorteil, dass wir da jetzt eben schnell hier am Hof. Mach doch mal die falsche Richtung, ey, dass die Tür mal aufgehen muss. Dass wir eben hier am Hof den Drescher abtanken können und deswegen uns die Fahrtwege ersparen. Ist ja ganz vorteilhaft. Die hat noch nicht mal das Röhrchen draußen. Habe ich da drinnen gelassen? Oh, Leute. Immer wieder was Neues. Na egal, dann können wir uns da reinschwingen. Wir müssen den eh, glaube ich, mal abkirchern den Wagen. So ist das, ne? Immer wieder Proddelarbeiten am Hof. Oh, passt aber auch noch nicht mit dem Rohr, ne? Tatsache, das passt. Kann ja gar nicht. Ab und zu ist es echt, dass man auch mal so Proddeltage hat, wo man Proddelarbeiten am Hof erledigen muss. Das machen wir jetzt eben. Dauert ganz schön lange, ne? Dann klappt das Rohr mal wieder ein. Aber wir müssen den echt mal waschen. Da geht kein Weg dran vorbei. Der sieht ja aus. Wie Hulle. So.
Das müsste mit unserem WLAN-Schlauch gehen. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Die Tastatur liegt immer so ein bisschen bescheiden. Die ist nämlich rechts neben mir. Und wenn man dann so weit weggeht vom Mikro, dann hört man mich gar nicht mehr. Schicker Dreschkasten. Also der Mähdrescher, der gefällt mir eigentlich richtig gut, ne? Hat nur ein bisschen wenig Bums. Also ein bisschen wenig PS, finde ich zumindest. Könnte ein paar PS mehr haben. Oh, ist fast sauber. Dann, wo wohnst du denn jetzt? Dass du uns nicht im Weg stehst. Das wäre ja auch mal eine gute Überlegung. Eigentlich könntest du... Ne, hier kannst du nicht drinnen rein. Ja, da musst du halt da oben erstmal wieder hin, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da passt du nicht rein. Dann kommst du hier hin. Hier stehst du ja auch eigentlich ganz gut, ne? Falls wir nicht an die Wassercontainer müssen. So, das haben wir erledigt. Du kannst in der Stimmung auch. Dich brauchen wir jetzt. Handbremse raus. Können wir die Sojabündnis da eben reintun? Dass das auch weg ist. Dann können wir mal kurz einen Blick ins Lager werfen, wie das aussieht. Was sagt denn unser Lager? 15.000 Weizen, 23.000 Gerste, Hafer. Raps haben wir noch, Sonnenblumen, Sojabohnen. Mais haben wir aber nicht mehr viel, ne? Erdfrüchte müssten wir ziemlich viel haben. Kartoffeln und Rüben, ja, das ist... Passt. So, dann eigentlich... Bist du weit genug drinne? Oh, ein Stück noch vorfahren, wa? So, dann kann der nämlich hier bleiben. Und dann packen wir uns, würde ich sagen, die Presse hinter. Wir kaufen uns noch einen Ballenwagen. Weil wir die sonst anderen abladen müssen. Und dann können wir das da einfach drauf lassen und brauchen das nicht immer auf den Bogen hochschmeißen, wenn wir uns mal ein bisschen eilig haben. Oder gehst du ackern? Nee. Erstmal es pressen. Das ist, glaube ich, besser. Dann haben wir das erledigt ohne den trockenen Tüchern. Hallo, hältst du auch mal an? Ich stehe voll auf der Bremse. Was ist denn noch heute drin? Aber das ist nicht so schlimm. Wir kaufen eben Ballenwagen. Dazu müssen wir aber aufsteigen, weil sonst ist das gleich wieder nicht so prickelnd. Und wo ist der drunter? Unter Anhänger? Anhänger. Anhänger. Da sind sie doch. Nee, wir brauchen die nicht. Nein. So einen brauchen wir. Wir nehmen aber Teleborg. Was? Nee, das brauchen wir nicht. Kofender Teil. Sieht zwar ein bisschen bunt aus, aber ist ja egal, ne? Das soll uns nicht stören. Und opfert. Boah, meine Katzen waren an dem Kabel. Ey, das merkst du sofort, ne? Upsi. So, Freunde, es läuft. Es läuft. Oh, den schaffen wir noch locker. So, ab zum Händler, dass wir pressen können. Wie, der Nachbar, der will sein Getreide auch nicht runterholen, wa? Komischen Vogel. Hätte ich doch schon lange runtergeholt, das Getreide. Ist doch viel besser. Unsere Wiese müssen wir auch noch düngen. Also wir haben noch einiges zu tun wieder. Ein
dass wir dann weitermachen können. So. Hier rein. Ich glaube, da fahren wir rückwärts rein, oder? Da ist noch großartig umdrehen, das macht ja auch nicht gerade den großen Sinn. Mit unserer kleinen, schönen HD-Ballenpresse. Oh, die ist aber auch ganz schön zappelig auf der Achse, ey. Wenn man das so sieht. So, langsam hin. Die Paletten müssten wir ja auch mal wegholen, wenn wir Zeit haben. Boah, das passt aber gar nicht. Hallo? Das passt noch nicht. Warum passt das nicht? Oh, weil wir wieder viel zu weit gefahren sind, ne? Ja, jetzt aber Abfahrt, ne? Kommen wir da so rum? Oh, bestimmt. Oh, einen dicken Schlepper. Auf zur Fläche, dass wir jetzt Stroh pressen können. Damit wir das erledigt haben. So großartig schalten lohnt sich gar nicht. Gleich können wir dann nämlich wieder runter. Mal wegen der Blitze. So, hier rein. So, aber der 681 ist echt nicht schlecht, ne? So, wo ist das Hilfefenster? So, klappt mal auf. Da können wir nämlich das Gerät wechseln. Müssen wir die Ballenpresse gar nicht aufklappen? Oh, sehen wir jetzt gleich. Und Abfahrt. Ne, wir brauchen sie wirklich. Aber der Ballenwagen ist doch gar nicht aufgeklappt. Warum gehen die Ketten denn vorne nicht weg? Kipper. Abdeckung öffnen. So ist es. Wer gucken kann, ist klar ein Vorteil, ne? Und weiter. Wir wollen ja fertig werden. Warum fällt der runter? Die Abdeckung ist offen. Hallo? Oh, der kommt da gerade so drüber, kann das sein? Ja, Freunde, so ist das, ne? Einen Ball müssen wir dann halt gleich noch eben einsammeln. Aber kriegen wir ja hin. Hallo, da ist doch irgendwas nicht richtig. Halt mal bitte an. Eben aussteigen. Das ist ja komisch. Oh nee. Aber Freunde, wie das weitergeht, ne? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.